Basket TV Folge 22 zu den Conference Finals. Die laufen ja bereits und sind richtig, richtig spannend. Ja, loslegen wollen wir mit der Serie Cleveland gegen Orlando. Da ist es mega spannend. Also Cleveland lag schon 1-3 hinten. Heute Nacht konnten sie auf 2-3 verkürzen. Ich weiß, Dr. J, du sagst, es ist fast aussichtslos. Du hast eine Statistik parat. Ja. Wie stehen die Aussichten der Cavs? Ziemlich mies. Ja. Seit 1947 haben es 8 von 187 Mannschaften geschafft, ein 1 zu 3 umzubiegen. Das ist nicht so Das viel. sind keine 6%, Ja. um das mal kurz etwas anschaulicher darzustellen. Jetzt haben sie aufgeholt, aber ich sage mal, Do-or-Die-Spiel gewonnen in der fünften Runde. Das müssen sie nochmal machen und das müssen sie nochmal machen. Ihr könnt selber überlegen. Ich sage, das wird richtig schwer, zumal das nächste Spiel dann noch in Orlando ist, wo die Stimmung überkocht. Also wird ganz schwer, sage ich mal diplomatisch. Ja, und selbst wenn es ein siebtes Spiel gäbe, Orlando hat auch in der zweiten Runde in Boston gewonnen, in Spiel 7. Ja, Also, und in Cleveland gewonnen. und in Cleveland auch schon gewonnen, Schon ja. in Ja. dieser Runde. Also von daher, die Cavs sind gerade meiner Meinung nach, klar können sie jetzt nicht sagen, ja, wir haben verloren, wir sind raus, aber sie sind ein bisschen übermotiviert. Also demonstrativ selbstbewusst, sage ich mal. Mo Williams hat schon gesagt, ja, wir werden die Serie gewinnen, habe ich gar keinen Zweifel. Spielt total mies. Also der ist der Letzte, der sich Ich habe aus dem mal Fenster geguckt, lehnen sollte, ich weiß. 35% in dieser Serie. Genau, du hast ja schon ein bisschen recherchiert. Also der spielt richtig schlecht, lehnt sich sogar aus dem Fenster. Heute habe Obwohl, ich heute Nacht war gelesen, er gut, das muss heute man Nacht war er sagen. gut, ja. Heute Nacht habe ich gelesen, Daniel Gibson, der Backup-Shooting Guard, hat gesagt, ja, Spiel 7, da sind wir wieder hier, so ganz selbstbewusst nach dem Sieg da in Spiel 5 in Cleveland. Also die Cavs sind sehr selbstbewusst, aber ob das so gut ist, ob das noch lange so anhält, ich Naja, weiß besser nicht. als den Kopf hängen zu lassen. Richtig. Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben, die würde ich gerne mit dir Ja, besprechen. sicher. Und zwar einmal habe ich die Bank der beiden Teams verglichen, und da ist mir aufgefallen, Orlando 23,6 Punkte von der Bank pro Spiel, Cleveland nur 11,2. Und jeder sagt, Cleveland hat eine tolle Bank. Jetzt in den Playoffs sieht man, dass es doch nicht so ist. Bei Orlando vor allem Michael Pietrus, der Franzose, der auch in der Verteidigung super stark ist, LeBron James verteidigt. Dafür wurde er im Sommer gekauft von den Magic. Ja, gute Neuverpflichtung auf Ja. jeden Fall. Und jetzt macht er sich bezahlt. Und auch vorne trifft er seine Würfe über 50% aus dem Feld, über 40% Dreier, 13,8 Punkte im Schnitt. Also Pietrus bisher der X-Faktor, meiner Meinung nach, vor den Bankspielern zumindest. Bei Cleveland kommt da gar nichts. Also Ben Wallace 0,9 Punkte in den Playoffs dieses Jahr. Also Ist wirklich traurig. guten Scorer war er auch noch nie, aber auch Sascha Pavlovic, Wally Szczerbiak. Also entweder spielen sie gar nicht und wenn sie spielen, dann treffen sie nichts. Man muss ja schon sagen, dass die Statistiken, die du jetzt rausgesucht hast oder die wir generell natürlich auch im Überblick haben, schon die Thesen, die wir hier auch diskutiert haben, stützen. Punkt 1 ist, die Big Men der Cavs sind, wie wir schon vor der Saison geschrieben haben, überfordert. Offensiv sowieso. Du hast Ja. den Namen Ben Wallace schon erwähnt. Anderson Varejao ist jetzt auch kein Überflieger. Zotentierchen. Also nicht wirklich stark. Dann natürlich die Duelle auf dem Flügel, wo Dwight Howard durch das Doppeln natürlich rauspasst. Pietrus ist da, JJ Redick spielt nicht so viel, aber Rashard Lewis ist da, Hedo Türkoğlu, das heißt, die Magic schießen die Cavs in Grund und Boden, das haben wir jetzt in mehreren Spielen gesehen. Rafaelsten auch, Rafael ja. Auston auch. Bestes Beispiel war ja das Spiel 4, was die Magic gewonnen haben. Der Coach des Jahres, Mike Brown, hat sich bei den Cavs überlegt, weil er jedes Spiel überlegen muss, doppel ich Dwight Howard oder nicht. Er hat sich am Anfang dagegen entschieden. Dwight Howard hat sich total zerstört, hat in wenigen Minuten, glaube ich, 11 Punkte gemacht, direkt am Anfang. Dann sind sie zum Doppeln übergegangen, der Ball ging raus. Dwight Howard hat den Ball laufen lassen, was bei der Magic auch wunderbar funktioniert hat. Zack, Dreier um Dreier und das Spiel war gegessen. Also genau diese Problematik kommt da jetzt zum Tragen, dass die Cavs außen mit der Verteidigung Probleme haben und dementsprechend spielen Leute wie Pietrus auch richtig super. Und Pietrus vor allem richtig in dieser Serie Ja. ganz, ganz stark. Ja. Gegen Philly hat er zum Beispiel nur 5,2 Ja. Punkte im Schnitt erzielt, viel weniger gespielt. Also so Playoff-Serien sind auch immer so ja, Matchup-abhängig. Ja. Und Mo Williams hat auch gesagt, wir haben ein Matchup-Problem. Ja, Ja, also die ganz kommen, genau so sieht es und das nämlich sieht man ja aus. auch bei Ilgauskas, was Dwight Howard mit ihm anstellt. Also der kann da nur noch hinterher schauen. Ja. Und es fehlt dem Frontcourt der Cavs, von LeBron James natürlich mal abgesehen, einfach auch an Athletik. Ja, also die sind Richtig. nicht mehr frisch. Ilgauskas ist 48 Jahre alt. Ben Wallace hat beide Beine kaputt. Varejao ist eigentlich nur, ich sag mal, ein Abstauber. Gibson, West und Williams sind nicht so die Ja. stärksten Guards, die es gibt. Also Und sie haben sich in den Playoffs bisher noch nicht beweisen können. Also auch das ist richtig. den Beweis sind sie noch Ja. schuldig. In Spiel 6 und 7 können sie uns vom Gegenteil überzeugen.
Gibt es noch irgendwas zu der Serie zu sagen? Ja, also an wen glaubst du jetzt? Also ich sage mal, ich glaube immer an LeBron James, den ich jetzt nochmal herausheben wollen würde, obwohl es natürlich eigentlich überflüssig ist, weil er sowieso der Beste ist. Aber jetzt wieder ein Triple-Double in Spiel 5, bärenstark, wird von allen Seiten gelobt, dass er so gut passen kann. Das stimmt auch. Er ist der das Spiel da antreibt, der selber den Ball verteilt. Je besser der Ball läuft, desto besser sind die Cavs. Auf jeden Fall. Ironie ist, weil LeBron James der entscheidende Mann ist, der da eigene Würfe nehmen muss. Aber trotzdem, wenn er ins Rollen kommt, wenn er passt, wenn er zweistellige Assist- und Rebound-Werte hat, indem er sich einsetzt und andere teilhaben lässt, dann sind die Cavs richtig stark. Okay, also glaubst du noch an die Cavs? Ich glaube, dass die Cavs vielleicht noch das nächste, also dass sie dem Magic in Orlando Schwierigkeiten bereiten, aber sie werden es nicht schaffen. Ich glaube, das ist in 6 Spielen schon entschieden. Weißt du was? Ich halte mich raus diesmal. Ich kann mich nicht festlegen. Sehr elegant. Sehr elegant. Aber wir kommen zum Quiz, da geht es auch um LeBron James. Da geht es auch um LeBron James, du hast erwähnt, Triple-Double in Spiel 5. Es war das vierte Mal in seiner Karriere, Playoff-Triple-Double. Ja. Und damit ist er aber nicht der Beste unter den aktiven Spielern. Es gibt noch einen, der hat mehr. Also unsere Frage an uns, wer hat mehr Playoff-Triple-Doubles als LeBron James unter den aktiven Spielern? Wir lösen es am Ende auf. Der führt dann sogar so viele Triple-Doubles wie die nächsten 3 Spieler zusammen. Also der weiß, wie man Triple-Doubles auflegt, sag ich mal. Und kommen wir zur nächsten Serie. Du hast eben schon LeBron angesprochen, ne? dass er mehr seine Mitspieler einbinden muss. Bei den Lakers ist es genauso mit Kobe Bryant. Und sie haben Erfolg damit, führen 3-2. Wobei ich da auch sagen muss, dass mir das heißt das Argument, aber diese Ausdrucksweise, geht mir irgendwie ein bisschen auf den Keks. Man sagt immer, ja, Kobe Bryant schließt jetzt seine Mitspieler mit ein, LeBron James schließt jetzt seine Mitspieler mit ein. Dirk versucht es genauso, Paul Pierce macht es ungefähr seit er in der NBA ist. Kein Mensch sagt, Kevin Durant schließt seine Mitspieler mit ein. Das ist irgendwie so eine Phrase, die bei so Superscorern, die Stars sind, kommt. Und bei manchen Leuten gibt es diesen Satz quasi nicht. Finde ich irgendwie sehr merkwürdig. Lese ich auch ziemlich häufig, ja, Kobe schließt sie mit ein und LeBron lässt alle teilhaben und Facilitator, wie man als Amerikaner so sagt. Es stimmt aber auch tatsächlich. Nur bei ihnen sagt man es. Bei Danny Granger interessiert es niemanden. Das ist richtig, sehr lustig. Das ist richtig. Aber der Punkt ist, bei Kobe war es früher nicht der Fall. Das ist richtig. Deswegen ist es was Besonderes. Ja. Und die andere Sache ist natürlich, dass LeBron und Kobe Bryant auch gegen Double-Team scoren können. Das heißt, für sie gibt es keine schlechten Würfe und trotzdem passen sie den Ball raus. Ich glaube, das ist der Unterschied und da muss man einfach Respekt vorhaben, gerade vor Kobe. Also ich meine, wenn dann Vujacic in der Ecke steht, ich weiß, es gibt bessere Spieler oder es gibt andere Spieler, denen ich den Ball eher vertrauen würde als Vujacic und trotzdem gibt Kobe den Ball raus und Ende vom Lied, Vujacic trifft die Dinger dann auch noch. Ja. Und das macht die Lakers so gefährlich. Ja. Es gibt auch Szenen, wo Kobe Bryant den Ball neben zu Lamarone passt, der neben ihm steht und der Chris Anderson ganz fies über die Mütze stopft. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wenn nicht, bitte bei YouTube gucken. Super Dank. Also, wurde aber auch von Chris Anderson geblockt im gleichen Spiel. Das ist richtig, aber der Dank war echt fies. Und generell dieser physische Aspekt der Serie ist ja das, was das da so spannend macht. Also die Schiedsrichter stehen leider im Vordergrund, kann man sagen. Man kann auch sagen, ey, da geht's so ab, da sind die Schiedsrichter gefordert, weil es so physisch ist, weil es da richtig zur Sache geht. Die Lakers haben eine Geldstrafe bekommen, $50.000 nach Spiel 4. Jetzt in Spiel 5 viele Freiwürfe bekommen, da wurde dann gesagt, alles verpfiffen, der Sieg hat $50.000 gekostet, haha. Also da spielen die Schiedsrichter und die Fouls auch eine ziemlich wichtige Rolle. Also das ist da so ein bisschen, leider finde ich, das Gesprächsthema. Es könnte, also die Serie wäre vielleicht noch besser, wenn man einfach die Sachen akzeptieren würde, aber es wird da lamentiert und dann kommt der eine Coach und beschwert sich über den anderen und dann, also das ist in der Serie, finde ich, schon ziemlich krass, wie da mit den Schiedsrichtern gehadert wird und wie hart auch gespielt wird. Ich finde es auch in der Berichterstattung relativ nervig, weil man nur noch über die Fouls spricht und nicht mehr über die guten, positiven Aktionen, weil es wird auch guter, guter Basketball gespielt in allerdings, der Serie. Also, was glaubst du, wie es da weitergeht? Die Lakers machen das jetzt im nächsten Spiel, die machen den Sack zu. Ja. Gut, sind wir uns einig. Wir wollen noch auf die BBL-Playoffs hinweisen. Ja, wo jetzt da geht's weiter. Das zweite Runde. Alba hat sich schwer getan gegen Paderborn. Alba hat sich erschreckend schwer getan. Ich habe auch kurz gekotzt, als ich im Fernsehen die Halle von Paderborn gesehen habe. Ich weiß nicht, wie ihr es geguckt habt. Also Volleyballlinien auf dem Boden, Runterkurbelkörbe mit Glasbrett. Also ich weiß, dass da nicht der Hausmeister kam und sich über die bunten Schuhe beschwert hat, war alles peinlich. Richtig peinlich. Also ich weiß nicht, wie die BBL sowas vor der Saison checkt, ob die so in die Halle gehen. Machen wir. Lizenz erteilt. Das Ding ist peinlich. Alba gegen Bonn. Wo die Kamera stand, war bei uns ein Baustellengerüst. Da gibt es keine Tribüne, das ist eine Wand. Eine Wand, die man aufmachen kann und so Barren rausholen und sowas. Traurig. Alba gegen Bonn in der zweiten Runde und Oldenburg gegen Bamberg. Ja. Nur noch vier absolute Top-Teams. Ja, Bamberg zwar in der Regular Season schwach gewesen, aber jetzt in den Playoffs gegen Göttingen haben sie gezeigt, was Erfahrung in der Postseason bedeutet. Ja.
Wir müssen noch das Quiz auflösen. Die Antwort lautet Jason Kidd. 11 Triple-Doubles in den Playoffs bisher. Vor LeBron, Tim Duncan und Kevin Garnett. Bis nächste Woche. Ciao.